Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode hier im Road to Commander. Und ich weiß, Leute, ihr habt euch auch bestimmt schon gefragt, wann endlich mal der Partner von Scorpion Plays von so vielen Videos am Start ist. Ihr hört ihn vielleicht schon, nämlich ist Sweezy mit am Start. Was geht, Leute? Das kann er sich natürlich nicht nehmen lassen, mit mir eine Runde Black Ops 2 zu spielen. Es geht nicht. Auch oben im Haus. Elsat. Ja, Digga, ich spiele auch Elsat, aber das kannst du glauben, Digga. Ohne Gnade. Drohne habe ich schon mal. Ich bin ja die letzten Tage der beste BO2-Spieler aller Zeiten geworden, einfach so, out of nowhere. Ich wurde gemessert. So, Digga, ich bin kurz vor Orbi. Ganz entspannt. Ah, ich habe doch Games von, krass. Geil. Nein! Ich hatte 970 Punkte, bei 1035 hat man mit Dingens, Digga. Ich bin so kurz vor Orbi gestorben, 60 Punkte. Belastend, egal. Leute, wir haben mal einigermaßen eine Herrschaftslobby, die zumindest... Oh, okay, Digga, alles klar, das will ich sehen. Wow, okay, er hat mir die Ehre komplett genommen. Oder er ist Hacker, keine Ahnung. Die Hacker-Kommentare. Digga, ich hab so Bock auf Multiteam, aber Digga, eine Multiteam-Lobby ist schwieriger zu finden als ein Gramm Koks, Digga. Ich werd gespawnt. Oh mein Gott, Lag. Du wirst gespawnt, dann könnte einer hinter mir sein. Ich genieße Black Ops 2 einfach so heftig zurzeit. Man, jede Aufnahme macht mir einfach so heftig Spaß. Muss mal BO3 probieren, auch richtig geil. Ja, ich habe dein Video gesehen. Zack. Ich habe mir so, als ich habe das Video so gesehen, dachte mir so, Digga, aber ein RTC könnte ich mir jetzt, glaube ich, nicht direkt geben in BO3, Alter. Weiß nicht, dafür ist die Liebe nicht groß genug. Aber die Lobby laggt ein bisschen, oder? Bei dir auch? Nee. Gar nicht. Nee, du brauchst nahezu strikt und gute Leitungszahl. Verstehe, jetzt weiß ich das endlich, jetzt verstehe ich das. Digga, bei mir steht auch meine Elsa hat 78 Schuss im Magazin. Jetzt hat's, Digga, bei mir laggt's irgendwie. Richtig. Als ob's bei dir gar nicht laggt. Nein, null. Was? Aber die schwitzen voll. Digga, das denkst du, was wir jetzt Traumlobby Triple Nuklear oder was? Ja, Digga, weißt du, was das für ein RTC ist? Ich hab eine 4er-KD gegen die lustigsten Lobbys, Digga. Ich habe irgendein Video gesehen, wo du sogar Multiteam gespielt hast. Ja, ja, manchmal. Die Lobby war ganz okay. Ich habe ja auch eben zuerst Multiteam gesucht, dann habe ich wieder schnell gemerkt, das wird nichts. Es haben wieder 11 Leute Multiteam gespielt. Das ist so traurig. Ich weiß noch früher, Digga, da waren so ein. Aber da waren auch schon, wo wir diese zweite Suchtphase hatten, so 2015, da waren auch nur so 100 Leute. Ja, ja, 100. So bei 150 sind wir schon durchgedreht. Ja, ja, jetzt 11. Aber trotzdem gibt es manchmal noch so diese Noobs, die ihre erste Runde in Multiteam suchen. Ich hatte schon wieder ein paar Level 1 oder so, aber dann ist die Lobby immer nicht gestartet. Aber wie geht das, Digga? Wie können die jetzt erst BO2 spielen, so im Splitscreen? Die hängen komplett nach. Ja, Digga, wir hatten auch schon mal diese große Bruder-Strategie, Digga, dass die wahrscheinlich einen großen Bruder haben, der die PS4 bekommen. Dieser Joes-Hack, glaube ich. Ja, habe ich auch schon gedacht, Digga. Oder er ist einfach der Beste, kann natürlich auch sein. Digga, bei mir laggt die Lobby, ohne Scheiß. Passiert. Die laggy lobt bei mir. Oh Gott. Aber wirklich, Digga, man sieht das doch richtig. Die Gegner sind so richtig. Komm her, Digga. Das ist auch José wieder. Guck, wenn er mich jetzt. Da. Ich muss grad. Oh Gott, okay. Ich kann grad nicht offensiver spielen, wir werden gespawntrapped. Ja, unsere Mates sind auch komplett lost. Digga, wieso laggt die Lobby bei mir? Ich hätte wahrscheinlich den Router nicht neu starten dürfen, Digga. Mein ganzes Internet hat sich jetzt einfach aufgelöst. 10.000 Leitung. Ich mach gleich mal Speedtest. Digga, Mann, alle oben im Haus, Mann. Gib mir den... Capture. Jawoll. Nein, C4 von José López, Mann. Der Anfang war nice, Digga. Jetzt hat's mich schon überholt mit Kills. Wenn ich den ersten Orbi so choke, dann habe ich gar keinen Bock mehr auf mein Leben. Ja, ist immer so. Boah, sweate doch nicht so krass, Bruder. Boah, Mann. Maschine. Ja, okay, jetzt hat er... Michael King hat ganz schön übertrieben. Die Drohne nehme ich jetzt mitten in die zweite Halbzeit, ey. Ich spiele auf jeden Fall so heftig Elsat. Ich Skarascher-Lämpfe. Der Typ ist so One-Shot, alles klar.
EMP-Granaten. Ich liebe es, C4-Kill zu machen. Ist auch das schönste Gefühl der Welt. Ja gut, die Punkte nehme ich mit. Es geht bei mir ja ums Suchten, Leveln, ne? Wie man so schön sagt. Ich mache jetzt mal einen Speedtest nebenbei. Irgendwas, das fühlt sich hier nicht gut an. Ich mache auch mal einen. Speedtest.net. So. Gucken wir doch mal. Go. Digga, bei mir startet er nicht mal. Ich habe eine 0K-Leitung nur noch. Drohne. Wie hau ich die? Ich hab auch Drohne raus, ja. Naja, EMP-Granate. Oh mein Gott, so veraimt, Digga. Ich renne um die Ecke und veraim einfach mein ganzes noch Leben. Noch eine EMP. Ja, das war doch safe, José Lopez. So, komm, jetzt starte mal den Dreckstest hier. Nebenbei. Digga, noch eine EMP-Granate. So, ich gucke jetzt mal. Ich schwöre bei Gott, ich habe eine 6K-Leitung gerade. Okay, jetzt geht's hoch. Warte, jetzt geht's hoch. Ja, okay, warte. Aber es geht noch nicht richtig ab, Digga. Muss nochmal neu starten. Oha, ich habe 22er Ping, Digga. Ich hätte niemals. Ich werde nie wieder den Router neu starten. Ist ganz okay, 22. Digga, ich habe sonst immer einen 1er Ping oder 0. Da bin ich gewöhnt, Digga. Ohne Kann bist du schlecht, Digga. Ja, ist auch so, Digga. Ey, diese EMP-Nates nerven so gestört. Mann, Digga. Jetzt kommt die Leitung, glaube ich, langsam wieder. Aber das war jetzt echt komisch, Alter. What the hell? Nee, aber es leckt immer noch. Ihr könnt mir natürlich noch weitere Gäste in die Kommentare schreiben, die ich mal einladen soll, Freunde. Oh, jetzt werden die aber gespawnt. Schön, ich habe auch gleich Orbi. Ich bin so tot, ja, es war klar. José Lopez. 40-14, Alter. Ja, da freut sich die KD nicht. Schön. Was? Alter, das will ich sehen von Vulkan. Ich hab Orbi. Nice. Boah. Very good. Hey, Digga, ich bin gerade überfordert wegen. Ich bin gerade richtig enttäuscht von meinem Internet, ich mein's ernst. Nein. Digga, das kann doch nicht sein. Na, der Sniper, Leturk. Leturk heißt er. Das Ding ist. Mann. Boah, MSMC-Schalldämpfer. Hier schon die Kommentare, er überschwert sich über 22er Ping. Er bodyshootet mich. Digga, aber wirklich jetzt. Ja, aber ich hätte mich auch beschwert, Digga. Ich hätte geheult wie ein kleines Kind. Vor allem, Digga, davor war alles gut. Ich starte neu, meine beiden Router. Okay, vielleicht dauert es kurz, bis da wieder alles funktioniert, weiß ich ja nicht. Was, Digga? Ich hab ihn nicht gesehen. Alter, bei mir leckt es so schlimm. Nee, bei mir nicht. Wow. Oh Mann, Alter. Ich mache jetzt nochmal den Test. Noch 10 Schuss. Hat gereicht. Oh. Okay. Oh Gott. Aber Level müsste ich eigentlich machen, diese Runde. Weil EP, also in der ersten Halbzeit waren die EP okay, in der zweiten Halbzeit war Katastrophe. Ah, oh, der sniped mich. Nee, doch nicht. Das war auch keine Traumlobby so. Nein, ist es auch nicht, Digga. Ich dachte auch, die wäre viel geiler. Mann, Digga. Bin ich jetzt durch die Dingens gestorben oder was? Okay. Jetzt ist der Speedtest wieder gut. 2er Ping jetzt wieder. Aber mir leckt's immer noch. Wow, Alter, die zweite Halbzeit werde ich so gesmoked, aber du auch. Hä?
Voll die komische Runde, Mann. Ja, Mann, Alter. Ja, Digga, wir haben viel zu viele Tode. So, meine, also ich glaube, so viele Tode hatte ich noch in keiner Episode. Keiner Freestyle. Ich glaube, ich noch nie in BO2. Ah, oh, ich wollte auch auf Abschlusskette gehen, Mann. Ja, es war jetzt aber nur ein Wahnsinnsabschluss. Ja, war klar. Digga, einfach hier durchballern. Digga, ich baller einfach so durch. Ja, Kilo, er geht natürlich an mich, Freunde. Ja. Oh Mann. Alter, Digga. Digga, ja, dieser José López hat halt abgefuckt, ne? Ja, ja. Ja, jetzt habe ich die Leitung wieder. Ich weiß aber nicht, warum die Lobby jetzt bei mir geleckt hat. Das macht echt keinen Sinn, Mann. Keine Ahnung. Okay, Level 38 bin ich immer hingekommen. Ich glaube, ich starte mal kurz die Playsy neu, weil es kann auch sein, dass ich habe die seitdem nicht neu gestartet. Leute, machen wir hier mal ganz dezent eine Special-Episode mit Neustart zwischendurch. Okay, bald habe ich auch endlich die Scar, ey. So, ich starte mal eben neu. Liegt bestimmt an deinem Nattyp, weil da strickt es, Digga. Nein, ich zieh's runter. Jetzt halt mache ich mal hier Full Face Cam, Alter, Leute. Könnt ihr mein Gesicht mal anschauen? Wenn ich hier hinten chille, ist es aber ein bisschen unscharf. Ich muss eigentlich so, wie ich zocke hier vorne. Ach, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Scoops guckt mich gerade an. Sweezy zieht es auch wieder durch, Leute. Geht mal auf seinen Kanal, abonniert ihn mal. Checkt mal was ab. Wir können. Triple Class. Leute, lasst mal ein Like da, wenn wir Fortnite Road to Pro 2 machen sollen. Nur diesmal vernünftig. Ja, ah, Digga, du musst am PC spielen. Du musst am PC spielen. Wieso? Also mit Controller mache ich ja auch. Was bringt das denn? Digga, okay, warte. Ich sag dir dazu so viel, okay? Wenn du es einmal gemacht hast, du wirst nie wieder PlayStation spielen in Fortnite. Als ob. Digga, das ist so, wenn du eine Wand platzierst, Digga, das fühlt sich so am PC so flüssig an, das glaubst du nicht. Ohne Scheiß jetzt. Also das ist wirklich heftig, ja. Ja, ich muss mal probieren, keine Ahnung, ob das... Carmo und Isa spielen ja nicht aus Spaß auf dem PC. Ja, keine Ahnung, was... Ja, kann doch sein. Ich dachte, die machen das alle nur wegen der Grafik und so. Nein, die Grafik ist ja sogar schlechter. Ja, stimmt. Man macht die Grafik auch extra ein bisschen schlechter, damit man mehr FPS bekommt. So, jetzt ist die Playsy hoffentlich wieder mit voller Leitung am Start. Speedtest gönne ich mir jetzt mal nicht. Was ist denn los mit dir? Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Digga, kennst du noch? Ja, nee, du bist viel zu jung, Digga. Was? Also das Lied kenne ich, ja, aber was... Die Gummibären, diese Serie, kennst du nicht? Warte, komm mal bei mir rein, wir machen jetzt mal ein soziales Experiment. Ich lade nämlich noch einen Typen ein, mit dem ich jetzt manchmal spiele, der ist korrekt. Der heißt Craze und hat den schlimmsten Gamertag der Welt. Und mit der Dreier-Crew könnte man ja mal Multiteam reinschauen, reinschnuppern. So, so ein Hijack-Multiteam, Digga. Boah, Digga, ich weiß auch nicht mehr, wie sich so eine Traumlobby anfühlt. Ich weiß noch, die geilste Geschichte war, das war, glaube ich, zu kurz vor Zelos. Ja, Zelos 1. Wo wir Zelos gespielt haben. Das war so Zelos 2, oder nicht? Ach so, die Story mit dem Essen bestellen? Nein, warte, eine geile Story, wo wir mit Solution. Ja, ja, ich wusste, dass du das sagen willst, Digga. Ja, und dann, das war aber bei Zelos, das war 2015. Das war da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt. Wo wir dann mit den Nicht-Undercover-Accounts eine Runde Multiteam gesucht haben und ich bin 6 von Triple gestorben. Ja, genau, du hast komplett gechoked, das C4, Mann. Das war nicht mal, Digga, das C4 hat ihn nicht gekillt. Ich hatte C4-Bug, einfach im schlimmsten Moment. Und dieser Noob hat natürlich eine LMG, Digga, dieser Hurensohn. Digga, das war so witzig, die Story. Ach, meine Party ist limitiert jetzt, deswegen. So, jetzt kann er reinkommen. So, ich schreibe ihm noch schnell eine Nachricht. Ja, Leute, ihr wisst ja, das RTC ist jetzt nicht so schnell irgendwie gecuttet, sondern wir machen hier alles ungeschnitten, weil es einfach für mich erstens einfacher ist, bin ich auch ehrlich, und zweitens ist es ein bisschen Oldschool-Feeling, weil früher war auch nicht geschnitten. Ja,
Ich hoffe, dass der Dude jetzt hier mal reinkommt, Alter. Wie viele Leute spielen Multiteam? Oh, was ist? Es spielen 31 Leute. Mann, er soll jetzt reinkommen, Digga. Mann. Ich hab auf 3 Personen gestellt. Komm jetzt rein. Mann. 31 ist aber echt gut. Ja, übel. Was machen die anderen 10.000 Leute? Spielen das TDM, Digga. So, jetzt komm, ich schreibe mir jetzt nochmal. Wenn er jetzt nicht reinkommt, dann macht es keinen Sinn. Das ist auf 3 Personen eingestellt. Das Geilste, was wäre, wenn Multiteam ganz oben in der Liste wäre. Vor TDM. Digga. Wäre das früher so gewesen? Vor allem der Modus ist ja auch an sich cool. Weil es gibt ja, da kannst du ja auch verschiedene Modi spielen. Ja, ja. Digga, der Typ schafft's nicht. Ja. Er ist sogar offline gegangen. Er geht offline wieder online, glaube ich. Digga, die Playsee ausgetreten. mit Tränen in den Augen. Das stimmt. Boah, sag ich doch schon. Lass ihn über Overflow. Pff, Digga, jetzt müssten so heftig Noobs reinkommen. Das wäre so traumhaft, Mann. Ja, Leute, es ist jetzt eigentlich schon 4 Minuten vorbei, die Folge. Wir können ja ein bisschen, wir machen heute mal spezial etwas länger. Noch, warte, wann kriege ich die Skala? Level 40, glaube ich. Ich gucke jetzt mal. Ja, okay, noch 2 Level bis zur Skala, Leute. Und dann fängt das RTC erst richtig an. So. Keine Logik. Wir finden keine Logik. Ich habe einen. Nein, wir niemand finden. Perfekt. Aha. Ah, das sind doch schon mal Noobs. Sicher? Nein, ja, doch, 1,4er KD. Ja, 6,8er ist aber ein On-the-Call. Nein, Mann, Digga. Okay, warte, wir machen jetzt so. Ich habe eine Idee. Das Ding ist, jetzt ist der andere Typ wieder online gekommen, aber jetzt schaffen wir keine ganze Runde mehr. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Oh ja, Digga. TDM kann man sich immer gut gönnen. Digga, Mann, wieso hat man. Hey, das sieht so schön aus. Ja, ne? Ach, so scheiße. So wunderschön, Digga. Das ist 2006 geboren, Mann. Oh, ich spiele jetzt eine Runde Remington. Die Remington-Folge hat mir so viel Spaß gemacht. Ich muss die einfach mal wieder auspacken. Langer Lauf, Magazinerweiterung. Und schnell ziehen packe ich drauf, Digga. Obwohl, nee, braucht man nicht. Lasermarkierer. Oh, Digga, die sieht so belastend. Laser safe. Boah, Digga, das wird so geil, Mann. Der eine Typ hat sein WLAN-Passwort einfach als Gamertag eingegeben. Siehst du den? Die Teamaufteilung ist sogar ganz gut. Das Lustige ist, Digga, eine Runde TDM auf Nuketown dauert nur so 2 Minuten. Das passt jetzt noch perfekt. Ja, dann machen wir heute keine Überlänge. Dann machen wir noch eine vernünftige Multiteam-Folge für die nächsten Tage. Ich weiß, vielleicht für morgen schon. Mal schauen. Ich muss noch auf die Uhr gucken. Es ist jetzt 18.50 Uhr. Also wenn wir das aufnehmen. Ich muss danach noch zum Dingens. Was? Doch, doch, wir schaffen danach noch eine Folge. Okay, nice. Okay. Okay, Leute. Oh mein Gott, die Teamaufteilung, wie schön das aussieht. Nur Digga, die Menschen. Lobby, Digga. Ach, Digga. Da wird erst jetzt schön mit der Remington. Die Noobs, die gerade anfangen, werden jetzt so richtig. Oh, Digga, wieder gesprungen ist der Typ. Digga, der eine Nein. hat mich so. Er ist der Beste, Digga. Ist er der Beste? Ja, er ist so gesprungen. Wir müssen jetzt schnell rüberkommen. Das Problem mit Pumpe ist immer dieser Weg, dass man. Ja, warte, jetzt bin ich. Mein Gott. Oh mein Gott, genau so muss es sein. Sie schon, Digga. Die Remington? Ja, ja. So muss das sein. Aber warte. Nein, 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 Spawnflip. Oh! Was? Als ob ich da gerade keinen geholt habe. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, er ist so schlecht, Digga. Er ist so schlecht. Schöner Three-Piece. Ich muss jetzt irgendwie rüberkommen. Da hinten ist einer. Gegen den kann ich nichts machen. Wenn er mich. Jawohl, der ist so. Du hast ihn so gesprengt. Ja, ja. Er ist oben am Schimmeln. Mein Gott. Ich bin kurz vor Orbi. Ich hab was gechoked. Der Typ schreibt mir, hab neu gestartet. Er schwitzt gerade so. Leute, Sweet und ich hatten früher eine Strategie. Das haben wir immer so. Wir haben uns immer eine 3-Mann-Party oder eine 2-Mann-Party gesucht. Haben dann nur einen von denen eingeladen zum Spielen. Und haben dann uns so vorgestellt, wie der in der Schule dann zusammengeschlagen wird, weil er seine Freunde für uns gesnitcht hat. Ey, Mann, Alter, das war so witzig. Orbi? Nice. Ja, TDM ist so leicht.
Nein, 1-2 EMP tot. Ich wollte noch das EMP zum maximalen Abfuck reindrücken. Ah, belastend. Mann, es gibt doch nichts Besseres, als mit Remington in Orbi zu erspielen. Oh ja, ich habe auch Orbi. Digga, die Remington ist so lächerlich stark. Wie er da gelegen hat, ne? Ja, er hat mich fast geholt. Bei Remington zum Beispiel bin ich, glaube ich, bin ich ohne Orbi besser. Weil mit Orbi, da ist man immer so krank reckless. Ja, okay, ich hau nicht raus. Danke, Digga. Oh mein Gott, habe ich den... Das ist skrupellos. Okay, hau raus. Oh, ja, okay, das kann ich nicht überleben. Ah, so ein kleiner Tryhard-Name. Es geht nur bis 75, oder? Ja, ja, Digga, das ist das Ding. Oh nein. Ich habe ja, vor ein paar Folgen, hatte ich ein richtig geiles, hatte ich 41-1 TDM mit Nuklear. Das war richtig lecker. Das ist unnachgiebig, schaffe ich aber nicht mehr. Kannst schaffen, ich kann aufhören, Kills zu machen. Nee, niemals. Ja, das, ja, Remington holt mich, das war's. Karma, du hast meinen ja. Karma kassiert, stellvertretend. Nur Orbi. So. Ist aber so leicht. Digga, TDM ist so geil, die Lobbys, Mann. Da kriegt man so richtig geiles Lebensgefühl. Mm, man will gar nichts mehr anderes machen. Man schlachtet einfach so Leute, die das Spiel einfach nicht können, Digga. Das Ding ist, wir können jetzt wieder ein Jahr nicht zocken. Wir brauchen 10 Minuten und nehmen wieder alles auseinander, so gefühlt. Ja, ich weiß, das ist halt wie Fahrradfahren. Ich war halt früher der schlechteste Shotgun-Spieler der Welt und seit neuestem ist irgendwie so ein Knoten geplatzt. Oh mein Gott, Digga, der Arme. Nein, er spielt auch Shotgun. Nein, okay. Ja, Leute, haben wir es tatsächlich noch geschafft. Lasst ein Like da, abonniert Sweezy. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.